Es ist schon etwas skurril, das Bild, wenn die Eishockeyspieler die Commerzbank Arena betreten. Aber genau das ist ja der Reiz am Summer Game. Und bei der Vorstellung, vor 30.000 Zuschauern zu spielen, ist die Vorfreude bei den Beteiligten natürlich groß. Also es ist natürlich Wahnsinn, in so eine riesen Arena einzulaufen und das ist natürlich riesen Vorfreude auf das Spiel morgen. Wir wissen das seit Monaten, dass wir das Spiel eben hier bekommen, dass wir diese Möglichkeit haben und dementsprechend kann man es kaum erwarten, dass es endlich soweit ist. Das ist ein großes Ding, das ich glaube, alle sind sehr gespannt auf. Gibt es Familie, Kinder, so wie Rico hat gesagt, es gibt einmal ein Leben, ein Spiel so wie das. Das Spiel selbst wird allerdings kein Zuckerschlecken für die Spieler. Zum einen spielen sie bei knapp 30 Grad in Eishockeymontur und zweitens ist das Eis durch die hohen Außentemperaturen weicher als in den Eishallen und dementsprechend müssen die Spieler beim Skaten mehr Kraft aufwenden. Als Torwart ist es natürlich gut warm. Ich habe einen kleinen Vorteil, ich habe früher immer Inline-Hockey gespielt. Das war in Turnhallen, da hat es bis zu 50 Grad gehabt. Also für mich ist das an sich eigentlich kein Problem. Aber ich meine, es gibt immer Hallen, wo man seine Vorteile hat. Die eine ist saukalt, die andere ist eben extrem warm. Und ich denke, da muss man sich als Spieler einfach darauf anpassen. Ja, kann sein. Gibt es in unserer Eishalle in Frankfurt aus, ist jeder Spieler gesagt, es ist auch sehr warm. Gibt es andere, Dresden ist eine warme Arena. So, ich glaube, es ist ja, so wie ein Spiel, so wie eine Arena. Aber ja, kann sein, dass ist ein bisschen mehr warm, aber du schwitzt ein bisschen mehr, ist egal. Natürlich spielt auch der Charakter der Partie eine große Rolle. Denn die Hessen-Derbys zwischen den Löwen und den Huskies sind schon seit Jahren immer hart umkämpfte Spiele und gerade für die Fans etwas Besonderes. Das allerdings wissen auch die Spieler, obwohl beide Kader fast komplett ausgetauscht wurden. Natürlich weiß ich, was ein Derby ist und bin lange genug in der Liga, um zu wissen, dass dieses Spiel ein ganz besonderes ist. Es gibt eine große Rivalität zwischen den beiden Teams und so ist es ein ganz besonderer Start in die Liga. Und außerdem spielen wir noch gegen den letztjährigen Meister, was es nochmal spezieller macht. Die Commerzbank Arena steckt in den letzten Vorbereitungen. Die Fanclubs hängen ihre Banner auf und die Spieler aus Kassel machen erst einmal ein paar Bilder vom Stadion. Vorfreude pur auf das, was morgen stattfinden wird.